Hier veranstaltet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine Maschinenvorführung zum Thema Technik der Gewässerunterhaltung. Und da geht es darum, Techniken zu zeigen, mit denen man insbesondere Gräben und Wegeränder und sowas in Ordnung halten kann. Und das ist eine Veranstaltung, die findet alle 5 Jahre statt. Und die hat europaweite Bedeutung. Und zwar deshalb, weil es eine derartige Veranstaltung sonst nirgends gibt. Das hängt damit zusammen, dass wir hier in dieser Region um den Ort Hausstätte im Kreis Vechta sehr viele verschiedene Gräben haben und deshalb an den unterschiedlichen Gräben auch unterschiedliche Geräte zeigen können. Insgesamt die Entwicklung geht hin zu immer mehr Ökologie bei der Grabenreinigung. In früheren Jahrzehnten ging es nur darum, sozusagen die Gräben vom Bewuchs und vom Schlamm zu befreien. Das hat sich jetzt ein Stück geändert. Jetzt wird auch sehr stark darauf geachtet, dass die Tierwelt in dem Bereich keinen allzu großen Schaden nimmt. Und deshalb sind auch ganz andere Geräte heute im Einsatz, als das früher ist. Also Geräte, die die Tierwelt wesentlich mehr schonen, als das in der Vergangenheit der Fall war.